Hey, du. Ich wollte ein ganz spontanes Video für dich machen, weil jetzt, ja, die ganze Krise spitzt sich ja gerade wieder zu und die Frage ist, was machen wir alle damit? Was machen wir kollektiv als Bevölkerung oder ganz individuell damit? Und mich hat es jetzt heute auch wieder ganz persönlich getroffen, weil ich mich beispielsweise morgen mit unseren technischen Mitarbeitern in unserem Office treffen wollte, aber natürlich jetzt die Fallzahlen gerade hier in Bayern wieder rasant ansteigen. Und dann haben wir uns einfach dafür entschieden, okay, wir treffen uns nicht, wir machen alles online. Und das ist manchmal wirklich mit Schwierigkeiten verbunden, weil man, wenn man einen Nebeneinander sitzen hat, man ihn spürt, mit ihnen einen Kaffee trinken kann, man leichte Lösungen finden kann und so weiter und so fort. Und vor allem leichter brainstormen kann. Aber das ist jetzt gar nicht der Punkt, warum ich hier die Kamera angemacht habe. Der Punkt ist der. Im ersten Moment habe ich gemerkt, dass ich leicht wütend bin. Jetzt geht's wieder los und jetzt müssen wir wieder mehr Verantwortung übernehmen und jetzt werden, könnte es wieder sein, dass eventuell sogar die nächsten Feste schwieriger werden. Ich habe morgen zum Beispiel meine Geburtstagsfeier abgesagt, weil ich einfach gesagt habe, okay, es muss jetzt Verantwortung übernehmen und das ist wirklich nicht schön. Und da ist der erste Impuls, dass man genervt ist. Da ist der erste Impuls Frust und Wut und vielleicht auch Angst oder andere Emotionen. Aber das Spannende war, nach circa 5 Minuten, wie ich ungefähr in dieser Emotion war, habe ich mich entschieden, und es ist eine Entscheidung, zu sagen, okay, ich mache jetzt das Beste mit dem, was ist. Und ich habe einen tiefen Atemzug genommen, habe eingeatmet, ausgeatmet, habe das losgelassen und mich gefragt, okay, es ist so, wie es ist und ich nehme es jetzt an. Und mit dieser Annahme fällt schon mal so viel ab, weil die Wahrheit ist diese, die nächsten Wochen, die nächsten Monate können eine Herausforderung für uns alle werden. Wenn wir aber da ständig jammern, wenn wir dagegen kämpfen, wenn wir ständig diesen inneren Widerstand haben und diese Emotionen aufrechterhalten, anstatt sie gehen zu lassen, machen es wir uns unnötig schwer. Und die Annahme befreit uns von den Emotionen und gleichzeitig schenkt uns diese Annahme einen Frieden, woraus wir wieder ganz anders handeln können. Friedvoller handeln können, harmonischer handeln können. Und einen Teil beizutragen, dass der Planet zu einem entspannteren Ort wird. Und das habe ich dann auch versucht. Und ich weiß, es ist nicht leicht. Und trotzdem war es mir jetzt irgendwie wichtig, mit dir diesen ganz persönlichen Impuls hier am Sonntag zu teilen, weil ich einfach weiß, wir alle, du, ich, wir sitzen im gleichen Boot. Und die Entscheidung, ob wir diese Reise jetzt friedvoll gehen oder mit schwierigen Emotionen, die hast du, die habe ich. Das Äußere können wir manchmal nicht beeinflussen. Wir können aber, und das ist ganz wichtig für dich zu verstehen, die innere Haltung beeinflussen. In der Form, wie wir denken und in der Form, wie wir mit Emotionen umgehen. Und dazu lade ich dich ein. Und das wollte ich einfach mit dir teilen. Mega schön, dass du hier dabei bist, weil dann weiß ich, dass du jetzt auf dieser Reise bist. Und ich wünsche dir einen wundervollen, wundervollen Tag noch. Bis bald, dein Peter.